mich. Caveman, ja! Endlich ein Film für Männer, ohne viel Blabla. So kann man das jetzt auch nicht sagen. Ja, zusammen ist das Stichwort. Ja, Frauen können lachen und Männer was über ihr Selbstbild lernen. Ich brauch nichts über mich selbst lernen. Ich will nur Ruhe vorm Fernseher sitzen und fremde Welten entdecken. Ja, dann entdeck mal dich selbst. Ha! Nachdem wir, also ich mich hier selbst nicht verstehe, ist es besser, dass Lena heute die Interviews am Teppich macht. Und Lena, bitte. Schön. Bezaubernd, elegant. Gesund. Wohlgenährt. Kräftig. Dick. Sportlich. Also beim Lesen, es war sofort klar, das ist ein Film, der ist ein Schauspielerfilm, das ist eine Komödie, Screwball. Der Film spielt mit einer Überhöhung, mit einer Überzeichnung der Figuren. Welche Art von Sport? Irgendwas mit Pferden. Und ich war ja praktisch nur in seiner Fantasie und konnte machen, was ich wollte. Also es gibt ja das Theaterstück irgendwie seit Millionen, gefühlten Millionen Jahren. Und ich fand, es öffnet einfach, ja, es öffnet einen irgendwie einfach eine Möglichkeit, ganz viel über Männer und Frauen zu erzählen. Wow, in dem Hosenteil hast du voll den sexy Po. Echt? Ich hab's auch mal im Gloria gesehen mit Esther Schwein. Also sie hat's ja inszeniert. Die spielt übrigens auch mit in dem Film. Und deswegen, ich hab gesagt, egal was ich spiele, ich mach einfach mit. Alles okay mit ihm? Schau mal, Schatz, es ist Guido. Das war wirklich schön. Ich habe ja nur eine kleine Rolle. Aber das war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie mich wollte, die Laura, unsere Laura Lackmann. Und ja, das war eine große Hommage auch ein bisschen an mich, als ich da hinkam. Und die haben mir dann eine ganze Boutique gebaut, meine Welt. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Nein! Nicht die! Die darfst du niemals nehmen. Warum nicht? Die sind nur für Gäste. Was bringt mich auf die Palme? Weniger mittlerweile. Ich bin gar nicht mehr so leicht reizbar. Ja, das stimmt. Mein Tipp ist immer, man muss vom anderen ein bisschen Fan sein. Ein bisschen mehr als von sich selbst, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Reden! Wir müssen mehr reden! Den anderen so sein lassen, wie er ist. Ja, und genau, das ist ganz wichtig. Und geben, glaube ich. Ah, ja. Immer erstmal geben. Guter Tipp. Ich kann nicht genau sagen, ob Claudia überhaupt schläft. Immer wenn ich die Augen aufmache, ist sie wach. Und will reden. Wie warst du eigentlich so als Kind? Rede. Ich fand es gerade spannend, als Frauen eine Männerfigur zu erzählen. Und gerade in der Zeit, in der jetzt im Moment gerade so viele Frauenfiguren in allen Serien und Filmen vorkommen, was ich auch toll finde, fand ich das eigentlich interessant, weil im Grunde geht es bei uns ja darum, dass ein Mann sich mit Emanzipation irgendwie auseinandersetzt und vielleicht auch irgendwie für sein Geschlecht sich überlegt, wie kann es für uns irgendwie so weitergehen. Der Film traut sich wirklich auch alle Seiten zu betrachten und stellt sich überhaupt nicht hin und sagt, das ist ein Film für die Frauen oder für die, sondern nee, es beobachtet einfach und das auf sehr humorvolle Art und Weise mit einer großen Liebe auch, finde ich, zu den Figuren und zu beiden, zu Frauen und Männern. Gut, Männer wollen doch denken und haben Gefühle und Frauen sind stark. Na, zufrieden? Aber das wusste ich vorher schon. Alles, was ich sagen wollte, ist, der Film ist lustig. Also, geht doch. Jetzt im Kino. Ach so, und dafür so viel Blabla? Ja, die Leute wollen doch wissen, um was es geht. Die Leute wollen mich und Moritz. Und Laura Tonke, Alexandra Neldel und Martina Hill.